Superjuwel Jadon Sancho hat sich zu seinem Verein Borussia Dortmund bekannt. Im Fußball kann man nie wissen, was passiert. Das ist ja nicht mal eine Floskel, das stimmt einfach. Aber, und das kann ich ganz ehrlich sagen, ich verschwende keinen Gedanken an einen Wechsel, sagte der englische Nationalspieler der Bild. Er habe dem BVB viel zu verdanken und mit dieser Mannschaft noch eine Menge vor. Er sei glücklich in Dortmund und habe ja auch nicht umsonst so lange unterschrieben, so Sancho, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, weiter. Kylian Mbappé ist aktuell das Juwel im Weltfußball. Seine Fangemeinde beinhaltet auch Uli Hoeneß. Für Mbappé aus Paris würde ich finanziell viele Grenzen sprengen, aber der will nicht zu uns, sagte der Bayern-Präsident bei einem Wirtschaftsevent in Dresden. Welche Summe genau er im Kopf gehabt hätte, gab Hoeneß nicht bekannt. Wo spielt Flügelflitzer Anthony Martial ab Sommer 2019? Offiziellen Angaben zufolge läuft der Vertrag des Franzosen bei Manchester United zu diesem Zeitpunkt aus. Deshalb machen sich andere Vereine Hoffnung, ihn ablösefrei zu verpflichten. Einem neuen Bericht der Daily Mail zufolge gehört nun vor allem Inter Mailand zu den Interessenten. Laut der Sun planen die Red Devils allerdings, Martial ein Angebot für einen neuen Vertrag zu unterbreiten, der ihm insgesamt rund 51 Millionen Euro einbringen soll. Angeblich soll er eine vorangegangene Offerte ausgeschlagen haben. Anthony Modest befindet sich offenbar im Visier des VfB Stuttgart, das berichtet die Bild. Demnach könnte der vereinslose Stürmer, der sich aktuell bei der zweiten Mannschaft seines Ex-Clubs Köln fit hält, die Schwaben bereits im Januar ablösefrei verstärken.